Marcel, unser Hammer-Burger, hat uns auch noch einen Tipp gegeben, wo man richtig gute Burger bekommt. Jetzt stehe ich aber hier vor einem Schulbus und ich glaube, Brigitte kann mich da mal aufklären. Ja, unser Schulbus ist nicht ein ganz normaler Schulbus mehr, so wie er früher im Einsatz war, sondern das ist ein Original-Burger-Bus geworden. Und wir haben also aus einem amerikanischen Schulbus, habe ich umgebaut, zu einem amerikanischen Diner. Und das ist jetzt so, ich würde sagen, im ganz großen Kreis der einzigste Burgerbus, wo man tolle Burger essen kann. Wie kommt man auf die Idee? Ich betreibe seit 4 Jahren hier Haus Refus. Das ist eine gut bürgerliche Gaststätte. So mit Schnitzel und alles, was zum deutschen Essen dazugehört. Und mir hat so ein bisschen die jüngere Zielgruppe gefehlt. Und ja, man muss sich ja immer was einfallen lassen. Und das ist jetzt ein toller Imbiss, ja. Im nicht normalen Sinne. Ja, das stimmt. Was kannst du uns denn empfehlen? Weil wir haben richtig Bock auf Ham jetzt. Also unsere Burger, wir haben also Burger aus 100% Rindfleisch oder halt Hähnchenfleisch. Aber wir haben auch vegetarische Burger. Und ja, also je nachdem, wo das Herz hinführt oder der Geschmack, da schlägst du dann gleich einfach zu. Unser Klassiker ist, also wenn ich jetzt nochmal was sage, ist der Wild West Burger. Also Wild West Burger ist mit Speck und Zwiebeln und Tomate und schöner Barbecue-Soße. Ja, super, würde ich sagen, für jeden was dabei. Ich würde sagen, da steigen wir ein.